wir werden dieses Gleichungssystem geometrisch und algebraisch lösen. Wir multiplizieren diese erste Gleichung mit 3, damit dieser Nenner verschwindet. Wir können die zweite Gleichung durch 2 teilen und zusätzlich werden wir sie mit 5 multiplizieren, damit dieser Nenner verschwindet. Also, wir multiplizieren die erste Gleichung mit 3 und die zweite mit 5 halbe. So erhalten wir dieses Gleichungssystem, das wir zuerst geometrisch lösen. Dazu erstellen wir kleine Wertetabellen. Wenn wir in der ersten Gleichung x durch 0 ersetzen, so erhalten wir für y 15. Das bedeutet, dass der Punkt mit Koordinate 0, 15, also dieser Punkt, zu dieser ersten Geraden gehört. Wenn wir in dieser ersten Gleichung y durch 0 ersetzen, so finden wir für x minus 5 halbe. Also gehört dieser Punkt mit Koordinate minus 5 halbe 0, dieser Punkt, auch zu dieser ersten Geraden. Wir haben diese zwei Punkte, also können wir diese erste Gerade konstruieren. Wenn wir in der zweiten Gleichung x durch 0 ersetzen, so finden wir für y minus 15 Viertel und somit gehört dieser Punkt mit Koordinate 0 minus 15 Viertel zu dieser zweiten Geraden. Wenn wir in dieser zweiten Gleichung y durch 0 ersetzen, so finden wir für x 3 halbe. Also gehört dieser Punkt mit Koordinate 3 halbe 0 zu dieser zweiten Geraden. Wir haben zwei Punkte dieser zweiten Geraden, also können wir diese zweite Gerade konstruieren. Die Koordinate vom Schnittpunkt dieser zwei Geraden, das ist die Lösung von diesem Gleichungssystem, also von diesem Gleichungssystem. Aber in unserer Zeichnung können wir die Koordinate vom Schnittpunkt nicht ganz genau ablesen, nur ungefähr. Also macht es Sinn, das Gleichungssystem algebraisch zu lösen. Aus dieser ersten Gleichung schließen wir, dass y gleich 6x plus 15 ist. Also können wir in dieser zweiten Gleichung y ersetzen durch 6x plus 15. So stoßen wir auf diese Gleichung. Minus 4 wird jetzt auf diese Klammern verteilt. So erhalten wir, dass minus 14x gleich 75 ist. Also muss x gleich minus 75 Vierzehntel sein. Minus 75 Vierzehntel, das macht ungefähr minus 5,36. Die Abszisse x von diesem Schnittpunkt, die liegt zwischen minus 6 und minus 5. Also ist dieser x-Wert wahrscheinlich richtig. Jetzt y-Wert. Wir wissen, dass y gleich 6x plus 15 ist. Also können wir in dieser Gleichung x durch diesen gefundenen Bruch ersetzen, so. Und so stoßen wir auf y gleich minus 120 Siebtel. Minus 120 Siebtel beträgt ungefähr minus 17,14. Also ist diese Ordinate von diesem Punkt ungefähr minus 17,14, was der Zeichnung entspricht. Wir schließen daraus, dass die Lösung von diesem Gleichungssystem dieses Zahlenpaar minus 75 Vierzehntel minus 120 Siebtel ist.